dann rasen wir weiter in den nächsten Monat. Und versuchen wir dabei. Urlaub. Unglaublich. Was haben wir denn an Testmustern? Ah. Guck mal, Bard's Tale 2. Crackout, Typhoon, verteilen wir erstmal alles. So, wie sieht's denn aus? Erstmal Bard's Tale, damit ist der. Oh, Top Gun. Top Gun war auch. Das war mal mit Tom Cruise, gell? Top Gun. Ja, wobei ich habe tatsächlich Top Gun nie gesehen. Ich habe nur Hotshots gesehen. Du hast Top Gun. Oh. Weißt du, also mit Tom Cruise habe ich, sagen wir mal, ein eher durchwachsenes Verhältnis. Hm. An dieser Stelle auch mein lieber Herr Cruise. Ich habe so nichts persönlich gegen Sie. Ihre Ansichten sind manchmal ein bisschen dubios. Aber dieser Film war echt gut. Also ich fand den toll. Okay. Ich fand den echt gut, ja. Da konnte man als junger Mann noch davon träumen, dass man auch Kampfpilot wird. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt keinen mehr, der Listings macht. Ich muss das mal Programmlistings geben. Persönlich habe da jetzt. Ich habe die nie eingetippt. Also. Ich schon. Da sieht man die persönlichen Präferenzen, die da in die Spielezeitschrift einfließen. Aha. Ja, aber damit konnte man damals programmieren lernen. Ja? Also du hast was abgetippt und hast damit den da dir den Code selber eingegeben hast, auch halbwegs konntest du verstehen oder erahnen, was da passiert. Und wenn es nicht funktioniert hat, weil du dich vertippt hast, musst du da selber einen Fehler suchen. Sag mal, wollen wir für unser Sonderheft vielleicht mal Werbung machen? Von was für einem Geld? Ja, die Frage ist, wenn wir null davon, wir haben 10.000 auf Lager liegen. Tja. Die können wir zur Dämmmaterial umwandeln. Ja, das heißt. Guck doch mal, ob wir welche verkauft haben davon, bitte. Gerade jetzt, bevor wir hier anfangen. Eigentlich Büro musst du gucken. Da. Mhm. Und zwar war Sonderheft war doch irgendwo da. Nudel. Drei irgendwas? Monate und wir haben kein einziges davon verkauft. Aber das ist doch irgendwas stimmt da doch nicht. Ja. Ah, neues Testmuster. Und ich stelle mal kurz die Musik mal wieder um. So, warum verkaufen wir keinen Test? Guck doch noch bitte in der Anleitung zu Sonderheft. Vielleicht gibt es da noch irgendein. Da stand kein Sonderheft als besonderes. Wie? Ich verstehe überhaupt drin. Das ist so ein dickes Handbuch. Was steht da überhaupt drin? Ja, komm, beleidige noch die Firma Greenwood Entertainment. Komm. Vermutlich gibt es da noch. Es ist Mitarbeiter, so warm, die uns dann schreiben und sagen, wir wollen uns nur bedanken bei Ihnen. Sie haben unser Spiel getestet und uns dabei nur 20 Mal beleidigt. Damit sind wir ja unterdurchschnittlich häufig vorgekommen. Atari bringt einen IBM-kompatiblen PC auf den Markt? Ja. Hast du davon was gehört? Aber... War auch noch also Commodore-PCs kenne ich, aber Atari-PCs. Und auf der Atari-Show in London werden zahlreiche Neuerscheinungen für den Atari ST vorgestellt. Okay, das glaube ich schon eher. So, Scores. Kapital 19.000. Wie 19.000? Neues Testmuster. Wo ist denn hier Finanzen? Oh, Teil unserer Schulden haben wir zurückgezahlt. Noch 41.000 Schulden und haben 64.000 Kassenstand. Also wir sind im Plus. Ja. Okay. So, wo könnte ich denn... Du wolltest nach Werbung, wolltest du gerne haben. Archiv, Statistiken. Wo gab es denn Werbung? Noch ein Testmuster. Arkanoid. Kalkulation, Ablage, Meldungen, weitere Magazine, Optionen. Ich habe das doch vorhin gehabt. Wo waren Werbung? Bei da drüben. Nee. War das nicht bei Layout? Layout? Und jetzt links. Public Relations. Hm. Jetzt gehen wir eins weg da. Nein. Guck mal, die Layout, guck mal, rechts der Typ, der sieht doch so aus wie so ein Werbung. Warum ist Werbung bei Layout? Ja, machen wir doch mal Farbanzeigen in Computermagazinen, oder? Ich lese noch schnell nach. 6.300 D-Mark pro A4-Seite. Wir sind viel zu billig. Ich würde mal sagen, 10.000 muss lang. Ja?
Ich mach mal. Ist das Heft erstellt, wird es über einen Zeitraum von 6 Monaten verkauft. Die Verkaufszahlen der einzelnen Monate können Sie ebenfalls unter diesem Menüpunkt abrufen. Ja, da gibt's unter Wichtig ist sehr spannend. Sonderhefte können nur in Marktsegmenten erscheinen, in denen der Spieler schon ein Magazin veröffentlicht. Das Marktsegment der Sonderheftpublikation definiert sich also über die unterstützten Systeme des normalen Magazins. Denken Sie deshalb bei Themenwahl und Aufmachung Ihres Sonderhefts immer an die angestrebte Zielpublikum. Ja, aber hinter den Kulissen ist doch... Wahrscheinlich interessiert das nur so Leute wie uns und... Ja, offensichtlich wahrscheinlich haben wir einige am Markt vorbei entwickelt. Einige unserer Zuschauer wahrscheinlich, aber... Ja, wir haben am Markt vorbei entwickelt. Ja. Soll ich mal 10.000 für Werbung ausgeben? Ja. Und wenn ich hier sehe, eine Farbanzeige kostet irgendwie 6.000, habe ich das Gefühl, wir sind zu billig. Ja. Zur Redaktionsassistenz wollte ich. So, gleich mal die Werbeanzeigen erhöhen, Anzeigenpreise. Liste der Anzeigenkunden. 17.000, es geht runter. Das sind nur noch 12 Seiten. Ja. Mach mal wieder günstiger. Ja? Ja. Lieber okay. Ein paar mehr, dann kriegen wir mehr Kohle, oder? Gut, dann so machen wir 900. Ja. 9. Ja. Okay. Guck mal, Abonnenten, wie viel wir da haben, bitte. Hä? Wo oh, hier? Da, Abonnenten. Ja. 1063 Abonnenten. Aha. 1000 Abonnenten von 9000 Exemplaren ist eigentlich ziemlich gut, oder? Ist ganz okay, ja. Also jetzt für so ein aufstrebendes Magazin, wie wir es sind, ich meine. Neues, noch 3 Testmuster zu verteilen. Wir haben auch nur noch 3? Wieso haben wir nur noch? Ach, weil der eine im Urlaub ist. Genau. Dann muss halt der Edzard das machen. Karate Master. So. Sagt mir jetzt nichts, muss ich zugeben. Nee, jetzt auch nicht. Spy vs. Spy 3. Schöner Zungenbrecher. Spy vs. Spy 3. Da könnte dann am ehesten noch. Oh, der Klaus Hane. Genau. Kennst du Spy vs. Spy? 2? So, nee, hast du das, den Comic? Nö. Im Mad Magazin. War das immer drin? Spion und im deutschen Mad hieß es Spion und Spion. Hatte ich nicht mehr genug Geld für in meinem Taschengeldbeutelchen. Ja, das war schon alles für Spiele ausgegeben. Wenn du das so formulierst, klingt es irgendwie gemein. Ja, es kommt der Sache aber relativ nah. Sentinel. Oh, komm. Der hat ja bisher ist nur 106% ausgelastet. Genau. Kommt glatt drauf. Auf. So, weiter. 17. Redaktionskonferenz. Los geht's. So, wir haben noch 80 Seiten Inhalt. Die Seitenanzahl geht aber langsam wirklich übel runter. 15 Seiten Werbung. Ja. Langsam. Aber dafür kostet es natürlich auch im Druck weniger. Ja. Das muss man, positiv man muss es sehen. Positiv sehen, genau. Wenn man gar keine Zeitschrift rausbringt, macht man auch keine Miese. Genau, und wir haben 5 Mark Gewinn pro Magazin, also. Ja, ziemlich gut. Aber die Auflage ist runtergegangen. Ja, wie viel gibt es denn im Ganzen an Einnahmen? 50.000. Noch haben wir Ende des Jahres theoretisch ein Plus. 87.000 Einnahmen. Aber jetzt auch die Personalkosten runtergegangen übrigens. Okay. Um die 10.000, die du unbedingt loswerden wolltest. Ja. Ja. Weißt du, wir sind schon nicht mehr so weit auseinander. Ja, wir pegeln uns langsam ein. Die ich glaube, wir Frage sollten ist, jetzt bei unserer Preisstruktur bleiben und einfach mal einfach mal jetzt aushalten. Ja. Okay. Ich nehme mal die Auflage auf 9.000 runter, weil ja, die 9.000 haben wir noch nie gekratzt. Noch, genau. Ja. Finde ich gut. Gute Idee, ja. So. Und dadurch kommen wir auch sehr nah ran, wirklich. Nur noch 5.000 miese. Ja. Finde ich gut. Welchen Monat? April, jawohl. Okay. Bard's Tale 2. Der zweite Teil des Erfolgsrollis. Bard's Tale 2. Genau, was war anders als beim ersten Teil? Beim ersten Teil bist du nur in Scarabray und bei Bard's Tale 2 gibt's mehrere Städte. Mehrere Städte. Genau. Und genau, auch wieder da. Das ist jetzt, genau, das ist die Amiga-Version. Auf einer Diskette. Ja, ja, das hat ein komplexes Spiel damals noch auf eine Diskette gepasst. So wie heute, auf eine Blu-ray. Ja. Genau. Und. Oh, die Maps.
Wer war ich, dieser freundlich aussehende Muscle-Shirt-Träger? Der Programmierer. Ein Bild vom Programmierer. Michael Cranford. Ein Bild vom Programmierer ist mit auf dem Spiel. Man darf das mal so sagen, wie es ist. Ja. Trägt Muscle-Shirts, waren damals modern. Heute eher erschreckend, aber das war halt so. Damals war auch Fukuhila und so. Genau, und es gab Oberwelt, the Wilderness, wo die verschiedenen Städte verbunden hat. Ja. Genau, der Trick war bei Bard's Tale 1, war ja die Stadt gesperrt quasi. Also der böse Magier hat das Stadttor verbunkert. Damit war dann auch das begrenzt, dass man eben nur sich darin bewegen konnte. Genau. Genau. Zeig mir doch, was denn da noch so ist. So, währenddessen gucken wir doch nochmal einen Blick auf die Konkurrenz. Ich habe hier mal die 64er. Ja, und die 64er war, also ein Magazin speziell für C64 und C128. Die war natürlich auch sehr textlastig und anwenderlastig. Und das gab nämlich Spieletests. Wie sahen Spieletests in einer normalen Zeitschrift damals aus? Jetzt muss ich mal gucken, wo überhaupt eine ist. Spieletest, Seite 146. Also die hat 180 Seiten oder 184 oder sowas. Und auf Seite 146 ist auch ein Spieletest. Jetzt sind zwei Seiten. Genau. In einer 180 Seiten Zeitschrift für den C64 sind das die einzigen beiden Seiten mit Spieletests. Genau, da sind wir mit unseren 80 Seiten mit 30 Seiten Spieletests. Ja, wir waren einfach unserer Zeit voraus mit unserem Magazin. Ja. Ja. Genau. Gunships, Darklighter, Arctic Fox. Apache. Ja. Jawohl. Und natürlich die Listings zum Abtippen. Ja, das war wirklich nicht ungewöhnlich. Also es klingt natürlich bei uns eher jetzt hier so ins Lächerliche, aber es war wirklich nicht ungewöhnlich. Also Listings gehörten einfach auch dazu. Hey, also, ich meine damals, also heute gibt es ja auch DVDs auf den Magazinen und das waren damals halt Listings. Ja, damals waren die Programme auch noch nicht so groß, da war das auch noch tatsächlich irgendwie machbar. Ja. Heute, wenn du mal irgendwie Baldur's Gate zum Abtippen, da kannst du dich ja schießen. Heute und Baldur's Gate? Entschuldigung. Und zu mir sagen, die Zeit vergeht. Ja, ja. Jawohl. Wir retten das jetzt. Skyrim. Wir sagen mal Skyrim. World of Warcraft zum Abtippen. Ja, wobei World of Warcraft jetzt auch nicht mehr ganz so taufrisch ist. Ja, aber da gibt es doch schon 87 verschiedene Add-ons und so weiter. Ja, das ist bei fast wie bei The Sims, oder? So. Es gibt ja The Sims 4, kommt ja jetzt raus. Mhm. Ja. Top Gun. Tom Cruise für Arme. Rausgeworfenes Geld. Toll. Aber das Spiel war, glaube ich, auch wirklich übel. Ah, die Filmlizenzen waren ja oft schlecht, weil alles Geld schon für die Lizenz rausgegangen ist. Ja. Typhoon, gut gemachtes Stück Software. Okay, keine Ahnung, kenne ich nicht. Crackout, schlag die Mauer ein. Das ist, glaube ich, so ein Arkanoid-Klon. Sagt mir jetzt Breakout. Breakout, Crackout, ja. Keine Ahnung, sagt mir wirklich nichts. Haben wir nicht auch Arkanoid getestet? Also dem hat es jedenfalls gefallen. Langfristige Motivation wird garantiert. Genau, hier ist Arkanoid. Und noch ein Breakout. Tolles Spiel, aber kein neuer, Meilenstein. 86%. Breakout war eigentlich gar nicht so schlecht. Also es ist halt damals sonst gut. Also Arkanoid war auch eine ganz gute Umsetzung davon. Es gibt übrigens noch eine andere coole Umsetzung von Breakout, die wir nämlich geschrieben haben. Walls 97. Mhm. Und da das kein Video ist, können wir das nicht hier verlinken, aber wir machen mal einen Link unten in die Beschreibung. Könnt ihr nämlich auf unserer Webseite für den Amiga runterladen, kostenlos, natürlich, wie sich das gehört. Ist damals auch erschienen auf der Spielekiste und ich glaube bei Nordlicht-PD und so weiter. Und im Aminet gibt es natürlich auch. Ja, haben wir uns verewigt, sozusagen. Dennis, übrigens, ich war jetzt gerade nochmal am Blättern in der 64, einfach nur mal in alten Zeiten schwelgen, weil ich durfte auch mit eingeschränktem Taschengeld hat man ja Kumpels gehabt, die die Zeitschrift auch mal gekauft haben. Und ganz lustig fand ich auch immer so Sachen, die ich persönlich jetzt auch nicht so. Hier gibt es auch mal einen Schaltplan. Also einfach mal so einen Schaltplan in der Zeitschrift abgedruckt. Ja, warum auch nicht? Zum selber löten. Ist ja Platz. 180 Seiten. Macht man mal. Ja. Ich finde das cool. Was ist das hier? Akustikkoppler. Marktübersicht. Ja. Ja. Gut, da sind aber welche getestet worden.
Och, oh, Dennis. Oh, ich darf noch mal, oder? Ja, ich darf bitte, noch mal. Bitte. Komm. Hardware. Hardware. Wir sind bei Hardware. Ich bin bei einer Werbung. Also Werbung zeigt ja immer so, was so wirklich passiert in der Welt. Hm. Wissen wir alle. Also das eine ist, hier oben natürlich dann schon Disketten. Kann man regelmäßig kaufen. Und ich scrolle jetzt mal. Scroll mal. Man gucke hier mal. Dies ist ein Standarddrucker. Ja. Und zwar, Dennis, möchtest du es sagen? Wie viele Nadeln hat der? Ich suche gerade, Dela-Printer steht hier rechts. Wir können ja, glaube ich, Werbung dafür machen, weil es gibt die Firma bestimmt nicht. Das ist ein 9-Nadel... ein 9-Nadel-Drucker, der hat ein furchtbares Schriftbild. Ich hatte auch so einen damals, einen 9-Nadel-Drucker. Also wo, so wie Schreibmaschine, nur nicht mit Typen, sondern mit einzelnen Nadeln. Und kostete 700 Mark. Ja. 700 für 9 Nadeln. Genau, 24 Nadeldrucker, mit dem konnte man schon recht gute Qualität machen. Aber die neuen Nadeldrucker, damit konnte man drucken. Und wie viel Nadeln hatte eine Standardschreibmaschine? Die hat ja Typen. Achso, Entschuldigung. Ja, aber wie gesagt, mit einem 24 Nadeldrucker, dann hast du schon Schreibmaschinenqualität so ungefähr hinbekommen. Zu der Happy Computer Leben, wie er schon lebt. Ja. So, weiter. Was haben wir noch? Shuttle 2. Ja, wo fliegen wir denn? Rausgeschmissenes Geld. Don't buy it. Eine Flugsimulation. Die ist so schlecht, die kennen wir nicht. Nee. Und mir sagt sie nichts. Ich will sie auch nicht kennenlernen. World Tour Golf. Golf auf dem PC. Unbedingt Probespiel, nur was für Fans. Mit 74%. Aber Golf und ist für den PC. Also nicht für C64 oder sowas, sondern Spiele für den PC. Für DOS, genau. Also ich muss zugeben, das erste PC-Spiel, was mir hängen geblieben ist, war wirklich Maniac Mansion. Also... Was wirklich ja, wobei, so das habe ich auf dem C64 zuerst gespielt. Und ja. Ich glaube, da kam es auf erste Plattform. Das kann ja sein, aber das war das erste Spiel, was mir persönlich für den PC hängen geblieben ist, was ich als angemessen dem Amiga als Konkurrenzprodukt sozusagen wahrgenommen habe. Ja? Vorher war einfach Amiga besser. Also man darf das so sehen, wie es ist. Ja? Fand ich echt. Also das war so das Einzige, was mir so wirklich hängen geblieben ist. Mhm. So, The Sydney Affair ist auch ein Adventure. Grafik 70%, also ein Grafik-Adventure. Ich kenn's aber auch nicht. Ohne echte Höhepunkte, langweilig 50%. Das könnte das erklären. Ja, dann. Sie haben nicht genügend Geld, um ihre laufenden Kosten zu bezahlen. Sie benötigen noch 14.000 D-Mark. Wo geht denn das ganze Geld hin? In der Statistik steht immer, wir machen Gewinn. Ich hab keine Ahnung. Ich kann müssen wir noch mal Kredit aufnehmen? Nehmen wir nochmal 50.000 auf. Ja. Über 6 Monate? Ja. Ja,